Demenz in all ihren Facetten ist in der heutigen Gesellschaft allgegenwärtig. Auch für Gabi Kirschner. Zufällig stieß sie auf das Pflegenetzwerk Vogtlandkreis. Bei einem kurzen Telefonat schilderte sie ihre Lage. Also ich habe eine Bekannte, der ihre Mutti ist demenzkrank. Die ich so ehrenamtlich ein bisschen begleiten tue, wo ich mit ihr spazieren gehe. Und auch immer so mal ein bisschen Nachmittag ein bisschen erzählen, weil die Tochter eben immer arbeiten geht und sie halt dann nicht so viel Zeit hat. Und jetzt ist es aber eben so schlimm, dass es eben wahrscheinlich zu Hause nichts mehr wird. Am anderen Ende der Telefonleitung sitzt Silke Schwabe. Sie ist Koordinatorin des Pflegenetzwerkes. Gegründet wurde es 2010, um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Das Pflegenetzwerk Vogtlandkreis hat sich zur Aufgabe gemacht, unseren Bürgern im Vogtlandkreis eine wohnortnahe Beratung und Informationsgelegenheit zu geben, sodass der Bürger sich bei Fragen zu Pflege oder altersbedingten Fragen wohnortnah beraten und informieren kann. Und umgesetzt wird es so, wir haben also im Moment 76 Netzwerkpartner in unserem Netzwerk, die sich dort bereit erklärt haben, im Rahmen ihrer Wirkungsstätte diese Informationen und Beratung anzubieten. Das heißt für den Bürger konkret, er kann sich an Dienstleister aus seiner Wohnumgebung wenden und bekommt dort entsprechende Informationen und entsprechende Hilfestellungen, wenn es um den Bereich Pflege und Alter geht. Bei einem Hausbesuch klärt sie Gabi Kirschner über das Netzwerk und dessen Arbeit auf. Immer dabei ein Ordner mit allen Ansprechpartnern und deren Kontaktdaten. Sortiert nach Region und Beratungskompetenz. Schnell wird klar, dass die beste Beratungsstelle für Gabi Kirschner die Demenzfachstelle in Plauen ist. In den Räumlichkeiten der Bergstraße trifft sie auf Felicitas Munser. Sie weiß, was in solchen Fällen zu tun ist, welche Pflegedienste sich zum Beispiel auf solche Fälle spezialisiert haben und was es sonst noch für mögliche Entlastungs- und Hilfsangebote gibt, zum Beispiel Gesprächskreise, Betreuungsgruppen oder Pflegekurse für Angehörige. Die Frau Kirschner wollte gerne wissen, an welche Pflegedienste sie sich zum Beispiel wenden kann. Wer hat Erfahrung mit dem Thema Demenz? Wir haben im vergangenen Jahr eine Umfrage gemacht an alle Fachdienste. Wer hat sich mit dem Thema schon beschäftigt? Und so kann die ihr natürlich weiterhelfen. Wer kann in ihrer Region, wer hat in ihrer Nähe einfach da auch Erfahrungen? Und vielleicht noch einen kleinen oder anderen Tipp mitgeben. Was ist wichtig, was ist mit zu beachten? Wo kann sie vielleicht mit darauf achten? Das konnte ich ihr, denke ich, schon jetzt mitgeben. Die Partner des Pflegenetzwerkes sind breit gefächert. So werden Fragen rund um Unterstützung im haushaltsnahen Dienstleistungsbereich geklärt, was genau es zum Beispiel mit dem Hausnotruf auf sich hat, ob es in der näheren Umgebung ehrenamtliche Besuchsdienste gibt und noch vieles mehr. Für Gabi Kirschner hat sich der Anruf beim Pflegenetzwerk und der Gang zur Demenzfachstelle gelohnt. Mir hat es hier sehr viel gebracht. Ich habe hier Informationen bekommen, welche Pflegedienste auf Demenz spezialisiert sind, wo ich mich dann hinwenden kann, um einen Pflegedienst in Anspruch zu nehmen. Und auch so, wie man sich in Demenzen gegenüber verhalten soll. Also mir hat es sehr viel geholfen. Sollten auch Sie das Pflegenetzwerk benötigen, wenden Sie sich einfach an Silke Schwabe unter Telefon 03741 392 1503 oder unter schwabe.silke@vogtlandkreis.de.